Der Badische Architekturpreis 2019 verleiht den Ehrenpreis für identitätsstiftende Architektur an Dr. Hubert Boda. Ja, verehrter Herr Dr. Boda, meine Damen und Herren, schon mein kurzer Überblick über die architektonische Gestaltungskraft unseres Ehrenpreisträgers zeigt eindrucksvoll, mit welchem hohen Anspruch Dr. Boda als Bauherr immer agiert hat und so wesentlich beigetragen hat zu einer städtebaulichen Identität Offenburgs, die von einer ganz besonderen Ästhetik geprägt ist. Herr Dr. Boda, ich gratuliere Ihnen ganz herzlich, sicherlich im Namen aller Anwesenden und ich kann sagen, im Namen Badens, das nehme ich mir jetzt mal raus. Herzlichen Glückwunsch. Architektur in Baden, Badischer Architekturpreis. Baden hat eine tolle Tradition. Denken Sie an Heidelberg, dieses palatinische Schloss mit diesem irrsinnigen Garten da oben angelegt. Und dann kam Karlsruhe mit der tollen Stadtplanung. Und jetzt unser Offenburg, was ohne Zweifel ein Juwel geworden ist, aber ein lebendiges, nicht nur Museum, da geschieht was. Aber ich glaube, von hier und heute beginnt eine neue Tradition. Und diese Tradition hat damit zu tun, dass identitätsstiftend immer mit Ästhetik etwas zu tun hat. Man erinnert sich an die Berge, an die Türme, an die Statuen oder die Kirchen. Das sind die großen Bauaufgaben. Natürlich, die großen Bauaufgaben ist immer Medienarchitektur. Medienarchitektur verändert sich fundamental, weil sich die Medien fundamental verändern.